Was ist in meinem Kamerarucksack für Eventveranstaltungen bzw. Eventfotografie? Ich habe hier das PGI Tech OneMo 235 Liter, also hier die große Fassung. Und ich habe hier noch eine Tasche, und zwar das hier. Also mich sieht man zwar kaum, ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Das hier ist das große 35 Liter. Das ist hier von Ulanzi ein 25 Liter Kamerarucksack. Ich finde beide ziemlich geil. Ich habe beide jetzt länger im Einsatz gehabt. Wenn du die Unterschiede wissen möchtest zu den beiden, weil da gibt es einen erheblichen Preisunterschied, ich glaube 150 Euro Unterschied, dann lass in die Kommentare auf jeden Fall einen Kommentar da, damit ich auf jeden Fall dann weiß und dann dazu ein Video machen kann. Also, das Herzstück der ganzen Geschichte hier für die Eventfotografie ist eigentlich ein Zoom-Objektiv und eine gute Kamera. Das ist hier die Sony A74 mit 33 Megapixeln und das Sigma 2470. Ganz kurz, ich will es gar nicht so lange machen und durch Unnötiges hinhalten, aber die Kombination ist sehr wichtig. Ein Zoom-Objektiv ist Pflicht bzw. obligatorisch sogar, was Eventfotografie angeht. Warum? Die Veranstaltung, wo ich gewesen war, das war das türkische Filmfestival. Das war in einem, also in Kinosälen, ja, und an einem Kinosaal ist es ziemlich dunkel. Das heißt, du brauchst noch einen Blitz, dazu kommen wir aber gleich. Und du kannst jetzt nicht mit Prime Lenses da irgendwie versuchen, dein alle Werte zu retten. Das wird nicht funktionieren, weil du dann ständig Objektive wechseln musst und du hast keine Zeit, um Objektive zu wechseln, weil es schnell gehen muss. Applaudieren, das Award, den Award gerade irgendwie in die Hand halten und zeigen, dann bist du zu weit vorne, da musst du rauszoomen. Das funktioniert nicht, mein Lieber. Das geht nicht. Es muss schnell gehen. Deswegen ist ein Zoom-Objektiv Pflicht. Und das Sigma 2470 deckt eigentlich die ganze Range ab, die ich brauche. Übrigens, das ist hier ein Cage von Ulanzi. Das funktioniert nicht mit der ganzen Geschichte. Also das heißt, ich muss das Ganze abmachen. Ich mache es jetzt nicht ab. Ich lasse es jetzt dran, weil das Ganze schon vorbei ist. Das ist quasi nur eine Demo, um euch zu zeigen, was ich alles dabei hatte. Zwei Speicherkarten sind drinnen, das heißt, Dual Recording ist hier aktiviert. Was meine ich damit, was nicht funktioniert? Wo ist das Ganze? Hier. Und zwar mein Speedlight, also mein Blitzgerät. Das ist hier das von Godox V860-3. Das S steht für Sony. Das passt nicht in den Hotshoe-Mount mit dem Cage. Deswegen musste ich den ganzen abmachen. Also, Blitzgerät in Verbindung mit der Kamera ist komplette Pflicht bei der Veranstaltung. Wenn ich die beiden Sachen nicht da habe, dann kann ich das Ganze eigentlich auch sein lassen. Der Rest, was dazu kommt, ist wichtig, aber nicht so wichtig wie die beiden Geräte. Also, was noch extrem wichtig gewesen war, ist hier ein Mikrofon. Am besten hier das von DJI oder ein Wireless Mikrofon, muss nicht von DJI sein. Das ist auch ziemlich wichtig, vor allem in Kombination sogar hier mit einem Richtmikrofon, weil ich irgendwie spontanerweise Interviews drehen musste, war ich sehr überrascht bei Interviews, weil wenn es um Interviews geht, dann brauchst du eine Art anderes Setup. Aber du kannst das Ganze hier einfach dran machen. Ich mache es mal kurz vor. Und zwar, das nimmt er hier gerade auf. Und ich habe hier eine Erweiterung zum Video NTG. Das Ganze habe ich dann hier einfach so dran gemacht quasi und jetzt ist das Ganze hier an der Stelle verbunden. Und dann wurde das Ganze so nach dem Schema hier benutzt. Natürlich war hier noch ein AUX-Kabel mit dran verbunden und dann habe ich hier einfach so reingesprochen, beziehungsweise nicht ich, und zwar derjenige, der interviewt worden ist. Also das Richtmikrofon war auf jeden Fall sehr wichtig. Ist zwar jetzt nicht, sage ich mal, die feinenglische Art gewesen, aber besser ging es nicht. Also ein Richtmikrofon, weil es auch bei einer Veranstaltung natürlich Interviews gibt, ist Pflicht. Dann als nächstes natürlich hier ein Ladegerät. Das packen wir hier an die Stelle. Das können wir dann hier hinstellen. Und das ist hier auch ein Tool, was ich auch dann dabei hatte, was auch sehr, sehr wichtig gewesen war, um zum Beispiel mein Cage an- und abzumachen. Dann als nächstes natürlich hier zwei Akkus. Sony-Akkus in dem Fall sind das hier. Hier gibt es ein extra Fach dafür. Die kann man hier einfach reinstecken. Dann, und zwar habe ich nicht einmal gebraucht, weil ich eher das Problem hatte mit Licht, anstatt dass ich versucht habe, das Ganze zu verdunkeln. Ein ND-Filter-System von
Freewell, weil da ist noch ein CPL-Filter integriert. Ja, habe ich nicht gebraucht, aber Veranstaltungen können ja auch natürlich draußen stattfinden und dann bräuchtest du vielleicht, wenn du Videos drehst, ein ND-Filter. Ein Transmitter, um zum Beispiel das Speedlight per Remote zu steuern, habe ich nicht gebraucht, aber ist auch bei Eventfotografie eigentlich nützlich und kann man auf jeden Fall nutzen. Dann als nächstes hier das Ladegerät natürlich zum Speedlight, das darf hier auch nicht fehlen. Dann haben wir hier jeweils ein Side-Handle und ein Top-Handle für das Olanzi Cage. Das aber wird dann die Sony EV1, die flimmt hier gerade oben das Ganze hier auf. Das habe ich dann gebraucht, um zum Beispiel ein Instagram-Reel zu machen, weil es halt dann schmackhaft sein sollte vom Aussehen, ja. Das darf auch nicht fehlen, das können wir dann hier hinpacken, an die Seite hier jeweils. Dann hier so eine Art L-Bracket nennt sich das Ganze, so ungefähr heißt das. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn du einen Monitor dann anbringen möchtest. Das ist hier das von Ninja V Plus. Das kann man dann hier an die Stelle, na, geht das jetzt direkt? Ja, kann man so anbringen und dann hier oben an die Kamera anbringen. Das habe ich dann so auch genutzt für Interviews. Dann, was nicht fehlen darf, ist auf jeden Fall hier das Osmond Pocket 3, das habe ich nämlich in BTS-Shots benutzt, also Behind the Scenes, bisschen Footage zum Einblenden, dann für YouTube und so weiter. Das ist ziemlich geil als B-Roll-Kamera, das darf auf keinen Fall fehlen, das fehlt nicht mehr in meinem Kamerarucksack. Und das ist das kleine Tripod dazu. Lenshood brauche ich nicht, wegen Lensflares, das werde ich nicht irgendwie damit Probleme haben. Und dann auf jeden Fall hier noch zwei weitere Sachen, und zwar hier so ein Luftgebläse, um halt Staub, wenn ich Objektiv wechsle, das Ganze zu entfernen. Das kann man dann zum Beispiel hier hinpacken. Und hier diverse Kabel, um zum Beispiel das Audi zum Monitoren vom Wireless Mic. So, puh, lange geredet. Und zwar habe ich hier noch etwas. Das hatte ich zufälligerweise mitgenommen. Dazu habe ich noch gar kein Video gemacht. Und zwar ist das hier ein Portable Lichtsystem von Small Rig, das heißt RC60B, ja, also das ist, da ist ein integrierter Akku drin, ja, kann ich mal kurz einschalten und das sieht das, dann sieht das Ganze hier nämlich so aus, zack, und dann hat man die Möglichkeit, das Ganze auch so in der Form, also rein theoretisch jetzt, ne, kann man das Ganze dann hier so handheld bedienen, also man muss das nicht so bedienen. Man kann es so bedienen. Es gibt noch eine Mini-Softbox, die kann man dann natürlich dran machen. Ja, da kann man das einfach hier vorne dran machen. Und das habe ich nämlich gebraucht, als ich dann spontan ein Interview drehen musste, habe ich das tatsächlich gebraucht und war wirklich arschfroh, dass ich das Ganze dabei hatte und das Ganze dann dementsprechend nutzen konnte. Also, wenn es schnell gehen muss oder wenn du etwas Licht brauchst, ist das ein absolutes Go. Dann hier auf jeden Fall mein Tripod. Das ist von Small Rig. Das ist so ein Heavy Carbon Tripod mit einem Fluidkopf vorne. Hält einiges aus, ist auch leichter. Also ich glaube 25 Kilogramm auf jeden Fall kann das ganze Teil hier tragen. Ist ziemlich geil, leider etwas teuer. Ja, und das sind die Hauptdinge, die ich dabei hatte. Und natürlich noch ein Lichtstativ, um das Licht zum Beispiel, dann, was du gerade gesehen hast, auch anzubringen. Also Herzstück hast du erfahren. Und natürlich die Sony EV1, die mich hier oben filmt. Und die Sony 16 bis 35 mm. Also zwei Objektive, 24-70 und 16-35 für wirklich extrem weitwinklige Sachen. Es muss Zoom sein, Prime Lens habe ich keine Zeit. Das sind halt die Dinge, die ich für Eventfotografie definitiv mitnehmen würde. Was anderes war nämlich nicht besprochen, was gemacht wird, deswegen braucht man nicht mehr. Und deswegen habe ich immer einen 35 Liter Kamerarucksack dabei, wenn ich auf Projekte gehe. Ansonsten, wenn ich solo unterwegs bin, so für YouTube und so weiter, dann habe ich ein kleineres. Also du, am Anfang hast du ja gesehen, das von Olanzi, das ist 25 Liter, handlicher kleiner. Das habe ich dann meistens dabei und du fragst dich, was ist denn da eigentlich alles drin, wenn ich immer solo unterwegs bin? Das Video kommt jetzt. Also, viel Spaß.